Grüß Gott, liebe Zuschauer. Die Inspiration zu diesem Video habe ich Tillmann Knechtel zu verdanken. Er hat ein 1,5-stündiges Video zu der Frage gemacht, wer hinter dem Ukraine-Krieg steckt. Ich habe es selten bei einem so langen Video, dass ich jedem einzelnen Satz, der gesprochen wurde, zustimmen konnte. Da dies bei diesem Video der Fall ist, hoffe ich, es wird überall geteilt und gesehen. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Tillmann hat einen ganzen Haufen von Fakten zusammengetragen, um die laufende Agenda sichtbar zu machen. Mit meinen eigenen Worten würde ich das wie folgt zusammenfassen und kommentieren. Der globale Tiefenstaat, der seinen Hauptsitz in Israel hat, arbeitet daran, die Menschheit unter die Knute einer globalen kommunistischen Diktatur zu manipulieren, zu lullen und, wenn das alles nicht ausreicht, zur Not auch militärisch zu zwingen. Die USA, Russland und China sind Satellitenstaaten Israels. Durch die lange kommunistische Geschichte Russlands und Chinas hat der Tiefenstaat diese Völker unter seiner Kontrolle. Das eigentliche Problem des Tiefenstaats sind die freiheitlich denkenden westlichen Völker, also die westliche Hälfte Europas und Nordamerika. Um diese freiheitlich denkenden Völker zu destabilisieren, wird die USA in den alternativen Medien als Schurke dargestellt und Russland als unser Retter, während Russland in Wirklichkeit den Warnungen der sowjetischen Überläufer Golizin und Besmenow gemäß bis heute immer noch ein kommunistischer Staat ist. Die Sowjetunion hat nie aufgehört zu existieren und ihre Politik voranzutreiben. Und ausgerechnet die Menschen, die sich von unserer westlichen Propaganda abgewendet haben, fallen auf die kommunistisch-globalistische pro-sowjetische Propaganda in den alternativen Medien herein und glauben tatsächlich, dass Putin gegen den Tiefenstaat ist und für unsere Befreiung kämpft. Es gibt eine lange Liste von Hinweisen und Beweisen, die zeigen, dass Putin ein knallharter Verfechter der kommunistischen neuen Weltordnung ist und mit China an einem Strang zieht, um diese kommunistische Weltordnung zu errichten. Schaut euch das Video von Tillmann Knechtel an. Ich werde an dieser Stelle nicht alles zitieren, was er da so aufgeführt hat. Dabei handelt es sich in den alternativen Medien nicht nur um russische Propaganda. Die Geheimdienste aller genannten Staaten arbeiten zusammen an dem Ziel, alle Völker unter eine kommunistische Weltregierung zu bringen. Die westlichen Regierungen und Geheimdienste dienen nicht ihren Völkern, das wissen wir ja, und das wissen ja auch die Leute in den alternativen Medien, sondern arbeiten mit den anderen gegen die Interessen ihrer Völker zusammen. Sie arbeiten Putin auf dialektische Weise zu. Während die westlichen Medien Putin auf der Oberfläche angreifen, stehen sie in Wirklichkeit im Bunde mit ihm. Sie machen viel Lärm, um das Narrativ in den alternativen Medien zu stützen, dass in Wirklichkeit der Westen die Bösen sind und Putin der Gute ist. Sie halten eine Situation aufrecht, in der Westeuropa militärisch wehrlos ist, sodass Russland Europa leicht einnehmen könnte, sobald dies vom Tiefenstaat so gewünscht wird, zumal wenn die Türkei die Seiten wechselt, was sich seit geraumer Zeit abzeichnet. Der Tiefenstaat hat jahrzehntelang die Friedensbewegung im Westen finanziert, um den Westen abzurüsten, während Russland weiter aufgerüstet hat, sodass wir heute gegen einen russischen Angriff wehrlos wären. Einerseits befinden sich der Westen und vor allem Deutschland in einer militärisch wehrlosen Position. Und andererseits ist die Propaganda in den alternativen Medien für einen Eingriff Russlands auch im Westen so erfolgreich,
dass manche Umfragen eine fast Dreiviertelmehrheit gezeigt haben, dass Putin doch gleich bis Berlin kommen solle, um uns von unseren bösen Politikern zu befreien. So erfolgreich ist die dialektische Strategie des tiefen Staats, die westlichen Regierungen so unerträglich zu machen, dass wir uns einen Einmarsch der Russen wünschen sollen, so erfolgreich und so gefährlich für unsere Sicherheit und Freiheit. Denn wenn die Russen kommen, werden sie uns mit Sicherheit nicht befreien, sondern der kommunistischen Weltdiktatur unterwerfen. So funktioniert das dialektische politische Schachspiel zur Errichtung der Weltdiktatur. Der Begriff dialektisch heißt dabei in seiner einfachsten Form, weil Dialektik immer alles verdreht, dass die Leute, die die Nase voll haben von der einseitigen westlichen Propaganda, die Anti-Putin-Propaganda als Beweis nehmen, dass Putin ein Guter ist. Die Anti-Putin-Propaganda ist für die alternativen Medien in Wirklichkeit also eine subtile Pro-Putin-Propaganda, die leider erschreckend gut funktioniert. Auch Christopher John Björknes zeigt in seinem Buch Putins Reign of Terror die Hintergründe Putins auf. Ich tue das in die Videobeschreibung. Er zeigt die Oligarchen und Rabbis, die ihn an die Macht gebracht haben. Er zeigt, warum Putin nie aufgehört hat, ein KGB-Mann zu sein. Er zeigt, wie Putin Konflikte schürt, um selbst als Retter aufzutreten. Er hat in dem Buch 2017 gezeigt, dass Putin schon damals seit vielen Jahren plante, die Ukraine militärisch zu erobern und wie er die sogenannten Nazis in der Ukraine unterstützt und finanziert hat, weil er sie als Vorwand für den Einmarsch in der Ukraine braucht. So wie Björknes es vor 5 Jahren vorausgesagt hat, ist es in diesem Jahr zum Krieg gegen die Ukraine gekommen. Er hat auch vorausgesagt, dass die alternativen Medien unterwandert sind und Putin in ein gutes Licht stellen werden dabei. Wer einigermaßen offen ist, kann all diese Beweise sehen. Es fragt sich also, warum so viele Menschen tatsächlich die Propaganda glauben, die ihnen in den alternativen Medien präsentiert wird. Meiner Wahrnehmung nach kann dieser Erfolg nicht nur an der Propaganda liegen, dass Putin ein Guter ist, der für uns kämpft. Um einen weiteren Aspekt für den Erfolg der pro-russischen, eigentlich pro-sowjetischen Propaganda zu verstehen, schauen wir uns folgenden Abschnitt aus dem Video von Tillmann Knechtel an. Erstmal zu Putins Beziehung zum Kommunismus. Er ist nach wie vor ein Kommunist, auch das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Nennen wir einige offensichtliche Beispiele. Er bewahrt die Bücher Stalins in seinem Büro auf. Allgemein wird Stalin von ihm idealisiert. Es werden neue Stalin-Statuen errichtet und sogar ein Stalin-Zentrum wird eröffnet. Stalin, der Mitbegründer Israels. Putin sagt heute noch, er sei dem KGB nicht beigetreten, weil es notwendig war, sondern weil er kommunistische und sozialistische Ideen damals mochte und immer noch mag. Er führt im Jahr 2000 die Hymne der Sowjetunion wieder ein, zwar mit einem neuen Text, aber vom selben Autor. Es wird mittlerweile in Russland als Straftat angesehen, öffentlich kritisch über die Verbrechen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Und man könnte noch lange so weitermachen mit Beispielen, die zeigen, dass der Kommunismus im heutigen Russland quicklebendig ist. Der wichtigste Beweis, dass Putin immer noch Kommunist ist, ist aber, dass er genau das macht, was die sowjetischen Überläufer angekündigt haben, die in diese Langzeitstrategie eingeweiht waren. Er probiert, den Kommunisten die Weltmacht zu sichern. Ein weiterer kaum zu übersehender Beweis dafür ist seine Partnerschaft mit dem kommunistischen China. Hier sagte Putin zum Beispiel kurz vor seiner Reise nach Peking zu den chinesischen Winterspielen im Februar 2022, Zitat: Präsident Xi Jinping und ich kennen uns seit langer Zeit als gute Freunde und Politiker, die weitgehend die gleichen Ansichten zur Bewältigung der Probleme auf der Welt vertreten. Wir pflegen enge und häufige Kontakte. Zitat Ende.
Auch das wurde von den sowjetischen Überläufern so angekündigt. Die sagten, das kommunistische China und Russland seien immer verbündet gewesen und in der Endphase der Langzeitstrategie würden sie gemeinsam den Westen erobern, politisch oder militärisch. Corona und der Great Reset waren das Angebot, es politisch zu machen. Die westliche Bevölkerung hat sich aber in Teilen dagegen gestellt. Jetzt macht man es anscheinend militärisch, wobei man die Strategien auch miteinander verbinden kann. Zuckerbrot und Peitsche. Das Endziel bleibt zumindest die kommunistische Weltregierung. Außer der tiefen staatlichen Äußerung, die ich in einem früheren Video schon mal erwähnt habe, gibt es also verschiedene weitere tiefenstaatliche Äußerungen, dass sie uns alle umbringen wollen, wenn wir uns nicht freiwillig der kommunistischen Weltdiktatur unterwerfen. Dies ist eine sehr reale und im Grunde auch jederzeit spürbare Drohung, die in der Luft liegt. Schon während der Pandemie war diese Drohung spürbar. Unterwerft euch lieber, sonst werden wir noch härtere Saiten aufziehen. Dass Russland ein zentraler Bestandteil dieser Drohung und Putin daher eine der wichtigsten Figuren des Tiefenstaats ist, kann man alleine schon an der Größe des russischen Militärs im Vergleich zu den westlichen Militärs in Europa sehen. Wie schon erwähnt, arbeiten alle Regierungen, einschließlich der westlichen, gemeinsam daran zusammen, dass Westeuropa militärisch fast wehrlos ist und die russische Armee Europa, sobald der Tiefenstaat diesen Zeitpunkt für gekommen hält, leicht erobern kann. Daher halte ich folgende Voraussage für wahrscheinlich. Die Drohung der westlichen Regierungen im großen Stil aufzurüsten, wird sich als leeres Säbelrasseln erweisen. Entweder es wird keine Aufrüstung geben oder das Geld wird eher in Waffen investiert werden, die uns bei einem Angriff nicht wirklich schützen können oder eine Mischung aus beidem. Jedenfalls werden wir auch danach noch wehrlos sein. Die unterschwellige Drohung, uns durch Russland alle umbringen zu lassen, ist also sehr real. Und ich denke daher, dass es diese Drohung ist, die die meisten Menschen davon abhält, in Bezug auf die Pläne des Tiefenstaats zu unserer Versklavung aufzuwachen. Unterbewusst wissen die Menschen, dass der Tiefenstaat versuchen wird, uns alle umzubringen, wenn wir aufwachen, uns gegen seine Pläne entscheiden und die nötige Verantwortung übernehmen, um uns zu befreien und von den Konzernen der Hochfinanz unabhängig zu machen. Das Ignorieren der realen Bedrohung ist wie das im Grunde Unlogische an der Hypnose eines Kaninchens durch eine Schlange. Die Schlange droht und suggeriert dem Kaninchen, es zu fressen, wenn es wegläuft. Das Kaninchen spürt diese Bedrohung und hat eine unterbewusste Verdrehung seines Überlebensinstinkts. Es rührt sich nicht, um der Drohung zu entkommen und verurteilt sich damit selbst zum Tod. Derselbe unterbewusste Mechanismus funktioniert auch in der Massenpsychologie beim Menschen. Im Angesicht der Drohung, uns alle umzubringen, die eine reale Bedrohung ist, gibt es bei der großen Mehrheit der Menschen eine unterbewusste Wahl, sich lieber als Sklave zu unterwerfen, in der Hoffnung, dafür nicht umgebracht zu werden. Das Nicht-Aufwachen-Wollen kommt also aus einer latenten Todesangst und dem Glauben, überleben zu können, wenn wir weiter schlafen und uns unterwerfen, so wie das Kaninchen glaubt, es kann überleben, wenn es sich nicht rührt. Dies betrifft nicht nur jene, die der Mainstream-Propaganda glauben. Es betrifft auch jene, die der russischen Propaganda in den alternativen Medien glauben, dass Putin uns retten wird. Vorgesehen vom Tiefenstaat, der alle Regierungen kontrolliert, ist eine Ausweitung des russischen Kommunismus auf ganz Europa, entweder nahezu freiwillig oder zur Not mit Gewalt. Die Denkweise des globalen Tiefenstaats, uns zur Not mit militärischer Gewalt unter die kommunistische Diktatur zu zwingen, zeigt jedenfalls auch deutlich, warum so viele Seher in der Endzeit einen brutalen Angriffskrieg der Russen auf Deutschland und Europa
und einen Angriff der Chinesen auf Nordamerika gesehen haben. Diese Prophezeiungen sind nicht unter dem Eindruck des Kalten Kriegs entstanden, wie viele Menschen den Sehern vorgeworfen haben, sondern sie liegen an den Planungen des tiefen Staats, die genau das vorsehen und von den Sehern richtig vorausgesehen wurden. Dabei wird Russland natürlich erstmal alles besetzen, um schnell erstmal an den Rhein zu kommen. Auch jene, die auf Putin hoffen, weichen mit ihrem Glauben an Putin der Todesdrohung aus. Unterbewusst wissen sie, dass eine russische Herrschaft bei uns unsere Versklavung bedeuten würde. Also beinhaltet auch ihre Hoffnung auf Putin eine Unterwerfung unter die Drohung, um überleben zu können. Natürlich ist dies unterbewusst und irrational. Rational wäre zu erkennen, dass selbst mit dieser Drohung unsere Überlebenschance größer wäre, wenn wir in Bezug auf die Pläne aufwachten und uns ihnen widersetzten. Wenn wir die totale kommunistische Diktatur zulassen, wollen sie 7 Milliarden Menschen umbringen. Und wenn die Diktatur erst einmal finalisiert wäre, würde niemand sie daran hindern können. Das heißt, auch wenn auf unser Erwachen hin, dass wir uns der kommunistischen Weltdiktatur nicht unterwerfen, ein Angriff der Russen auf Europa und der Chinesen auf Nordamerika erfolgt, um uns alle umzubringen, wären unsere Überlebenschancen immer noch größer, als wenn wir uns der Drohung unterwürfen und die Diktatur gewähren ließen. Wir haben trotz der verhohlenen Todesdrohung also eine viel größere Überlebenschance, wenn wir unsere latente Todesangst überwinden und aufwachen und uns den Plänen zu unserer Versklavung widersetzen. Während wir durch die Propaganda in den alternativen Medien glauben, der Tiefenstaat hätte seinen Sitz in den USA, ist der globale Tiefenstaat in Wirklichkeit also in Russland und China viel fester verankert als im Westen, weil die freiheitlich denkenden westlichen Völker sich der Weltdiktatur viel mehr widersetzen werden als die Russen und Chinesen, deren chinesisches Modell global ausgerollt werden soll, was man ja auch schon leicht sehen kann. Die Stimmungsmache gegen die USA in den alternativen Medien tut so, als ginge es gegen den Tiefenstaat, der angeblich in den USA zu Hause ist. In Wirklichkeit geht diese anti-amerikanische Stimmungsmache gegen die freien Völker und dient der Ausweitung der kommunistischen Weltdiktatur von Russland und China aus. Während die US-Elite vom Tiefenstaat längst entmachtet wurde und den Part spielt, den sie spielen muss, um bei der Zerstörung des Westens zu helfen. Alles, was in Amerika gemacht wird, arbeitet auf den Zerfall der USA zu. Und wie bei einer Schlange, deren verhohlene Todesdrohung bewirkt, dass das Kaninchen sich nicht rührt, bewirkt auch die verhohlene Todesdrohung des Tiefenstaats, uns von der russischen Armee alle umbringen zu lassen, wenn wir uns nicht unterwerfen, dass die Masse dem Spiel gegenüber blind bleibt und die sich als erwacht Betrachtenden auch noch glauben, Putin würde uns retten. Während wir als Erklärung für den Putin-Glauben vieler Menschen bei uns also die viele Propaganda in den alternativen Medien und die verhohlene Todesdrohung haben, können beide zusammengenommen in meinen Augen immer noch nicht ganz, also noch nicht ausreichend erklären, warum viele Menschen Putin wahrheitswidrig als eine solche Lichtgestalt wahrnehmen. Ich sehe daher noch einen weiteren Punkt außer der Pro-Putin-Propaganda und der Todesdrohung gegen uns. Bevor Barack Obama Präsident wurde, habe ich mal eine Weile lang gechannelte Botschaften durchgelesen. Ich habe damals fast alle als unglaubwürdig aussortiert und etwa zur Zeit von Obamas erster Wahl zum Präsidenten nur noch eine Quelle für seriös gehalten. Das war damals Matthew Ward. Und das, obwohl von Anfang an auffallend war,
dass auch er Obama als jemanden hinstellte, der uns in die neue Zeit führen sollte. Eine Weile habe ich das daher geglaubt, als dann schon bald klar war und klar wurde, dass Obama eher eine tiefenstaatliche Schreckensgestalt als eine Lichtgestalt war, habe ich mir Gedanken gemacht, warum alle mir bekannten Channel jener Zeit Obama als Lichtgestalt darstellten. Es war mehr als auffällig, wie sehr der Channeling-Markt dem System und seinen Protagonisten dienlich war. Mir fielen dabei Kommentare zum vedischen Ramayana ein, der Lebensgeschichte Sri Ramas. Ein Gelehrtenkommentar zu den Veden besagte, dass Ravana, der mächtigste Asura oder Dämon jener Zeit, sogar Kontrolle über die Devas und die Himmel gewonnen hatte. Die Ramayana ist ein symbolischer Text. Diese Symbolik bedeutet, dass die dunklen Kräfte jener Zeit sogar kontrollieren konnten, welche Botschaften Menschen in der Meditation erhielten. Heute ist es meiner Einschätzung nach daher wieder so, dass die dunklen Kräfte hinter dem tiefen Staat die Himmel kontrollieren. Anders kann ich mir nicht erklären, dass so viele Channel Botschaften weitergeben, die ganz im Sinne des tiefen Staats sind. So, dass die Menschen, die zum Beispiel glauben, Putin sei eine Lichtgestalt, sich gegenseitig bestätigen, dass sie mit ihrer Wahrnehmung richtig liegen, weil diese auch von verschiedenen Quellen bestätigt zu werden scheint. Wenn ich versuche, Menschen in meinem Bekanntenkreis, die ich für sehr spirituell und herzensgut und intelligent halte, in Bezug auf Putin aufzuwecken, sehe ich bei vielen immer wieder, dass ich vor eine Gummiwand stoße, weil sie sich ihr Bild Putins vor allem auf geistigem Weg gemacht haben und aus geistig empfangenen Quellen bezogen haben. Manche träumen von Putin als Lichtgestalt. Manche befragen Seher oder von ihnen anerkannte Meister zu Putin. Und diese bestätigen den Glauben an Putin als Lichtgestalt. All dies zeigt mir, dass die dunklen Kräfte eine Kontrolle gewonnen haben, mit der sie sogar Channel und Seher beeinflussen. Obwohl Putin meiner Wahrnehmung nach eine dunkle Aura hat, sehe ich auch, dass dieser dunklen Aura eine lichtvolle Aura übergehängt wurde. Offensichtlich sind die dunklen Kräfte in der Lage, ihm einen Lichtmantel umzuhängen, sodass sogar weise Menschen seine Dunkelheit nicht sehen können und ihn als lichtvoll wahrnehmen. Und ich denke, dass diese Manipulation der Aura Putins Millionen von Menschen in ihrem Bann hält, die Putin daher als lichtvoll und positiv wahrnehmen. In der Praxis ist dies vom tiefen Staat so organisiert, dass sie überall verteilt ihre Leute haben, die magisch geschult sind, in die Feinwahrnehmung der Menschen einzugreifen. Gerade in unserer Zeit, in der es generell ein großes spirituelles Erwachen gibt, geraten die in gewissem Sinne spirituell Neugeborenen, die sich erst noch orientieren müssen, leicht in die fernsteuernden Fänge solcher Magier, die ihre Feinwahrnehmung beim Sehen und Channeln im Sinne des tiefen Staats beeinflussen. Während es richtig ist, zu lernen, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, um den inneren Kompass zu finden, ist es sehr gefährlich, diese innere Wahrnehmung auf politische Figuren zu lenken, die einerseits dunkel sind und von dunklen Kräften gesteuert werden und denen andererseits mit magischen Mitteln wie ein Mantel eine lichtvolle Aura umgehängt wurde, die zu unterscheiden wir nicht gelernt haben. Und offensichtlich ist es für den tiefen Staat sehr wichtig, dass die Erwachenden, wenn möglich, Putin als eine Lichtgestalt wahrnehmen, sodass sie auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung alle Aktivitäten Putins so deuten, dass er Gutes im Sinne hat. Auch dann, wenn er einen Angriffskrieg führt, auch dann, wenn er selbst sagt, dass es so etwas wie einen Ex-KGB-Mann nicht gibt und sich damit als KGB-Mann outet, der die Ziele des globalen Kommunismus verfolgt.
Also Putin selbst hat dies gesagt. Auch wenn er daher keinen Hehl daraus macht, die alte Sowjetunion wiederherstellen zu wollen und zu dem Zweck halt die Ukraine erobern will, auch wenn er sich prächtig mit allen möglichen tiefenstaatlichen Figuren wie Netanyahu und Henry Kissinger versteht, auch wenn er einher mit einem George W. Bush einen Krieg gegen den Terror geführt hat, auch wenn er zu den Young Global Leaders des Herrn Schwab gehört, also gehört hat, auch wenn er daher den Great Reset des Herrn Schwab unterstützt, auch wenn er in allem der üblichen Dialektik des Tiefenstaats folgt, ein Problem selbst zu erzeugen oder erzeugen zu lassen, um dann als Retter und Erlöser auftreten zu können, so wie er die Nazis in der Ukraine selbst mit installiert hat, vor denen er die Ukrainer jetzt angeblich retten will. Und so weiter. Diese Liste kann man noch viel weiter führen. In der Politik ist es noch wichtiger als in praktisch jedem anderen Bereich, dass wir klar und nüchtern denken. Wenn heilige Emotionen einem Politiker, wie zum Beispiel Trump oder Putin, gegenüber erzeugt werden, müssten sofort alle Alarmglocken angehen. Emotionen der Hingabe gegenüber Politikern, die aus dem System kommen und sich scheinbar davon befreit haben, sind für das System, also für den tiefen Staat, sehr nützlich und für uns sehr gefährlich. Deswegen sollten wir unsere Emotionen in Bezug auf Trump, Putin oder ähnliche Figuren beiseite schieben und so klar und nüchtern nachdenken, wie wir es vermögen. Gerade deswegen bin ich solchen Leuten wie Tilman Knechtel und Christopher John Björknes gegenüber so dankbar. Sie tragen nüchtern und trocken die relevanten Beweise zusammen. Gerade was den Glauben vieler Menschen in Bezug auf Putin anbelangt, fühle ich mich immer wieder an den Hobbit Sam und die Fiole Earendils, die er von Galadriel bekommen hat, erinnert. Nur mit Hilfe dieser Fiole können die Hobbits Minas Morgul entkommen. Das heißt, ich denke, nur mit Hilfe ehrlicher Gebete, ehrlicher Selbsterforschung und nüchternem, trockenem Nachdenken werden all jene, die auf die manipulierte, lichtvolle Aura Putins hereinfallen, aus ihrer Trance in Bezug auf Putin aufwachen und nach dem Aufwachen erkennen können, wie sehr sie manipuliert und hypnotisiert wurden. Ich bitte also jene, die aufgrund ihrer eigenen Wahrnehmung und oder aufgrund der Aussagen von Channeln oder seherisch veranlagten Menschen Putin für einen Guten halten, meine Ausführungen zu überdenken. Denkt darüber nach, denkt gründlich nach. Macht einmal das ehrliche Experiment, euren gesunden Menschenverstand höher zu stellen als eure Feinwahrnehmung oder die Aussagen spiritueller Experten. Schaut euch das Video von Tilman Knechtel an. Schaut euch, wenn ihr Englisch sprecht oder Englisch versteht, das Video von Christopher John Björknes über Putin in der Videobeschreibung an oder lest sein Buch Putins Reign of Terror, also Putins Terrorherrschaft. Es ist für unsere Sicherheit und Freiheit von großer Bedeutung, dass Putin als der gefährliche Scharlatan durchschaut wird, der er in Wirklichkeit ist. Ich hoffe und bete daher sehr, dass diese kollektive Tranceblase in Bezug auf Putin bald platzt und die Leute noch rechtzeitig aufwachen. Die Menschen in der Ukraine werden seit Beginn der Sowjetunion bekämpft. Sie wurden durch Stalin bekämpft, der im Holodomor Millionen von Ukrainern umbrachte. Stalin hat Millionen Russen in der Ukraine angesiedelt, um einen dauerhaften Vorwand für die Zukunft zu schaffen, aufgrund russischer Interessen in der Ukraine militärisch intervenieren zu können. Und genau diesen Vorwand benutzt Putin heute auch und sagt, er müsse sich um die Russen in der Ukraine kümmern. Das war langfristige Planung, die durch Stalin so vorbereitet wurde.
Da auch der ukrainische Präsident zu dieser tiefenstaatlichen Bande gehört, arbeitet er verdeckt mit an der Zerstörung des ukrainischen Volkes. So hat das ukrainische Volk den gesamten Tiefenstaat gegen sich und einen Hochverräter an seiner Spitze, der die Nazis im Land brutal vorgehen lässt, um dialektisch Putins Position zu stärken und Putin als einen Guten hinzustellen. Durch Zielinskis Vorgehen bringt er die Menschen in den alternativen Medien auf die Seite Putins, sodass das Mitgefühl und die Gebete für das ukrainische Volk ausbleiben. Genau dieser dialektische Effekt ist beabsichtigt und Zielinski dient diesem Krieg gegen das ukrainische Volk, der auch ein Krieg gegen uns im Westen ist. Erkennen kann man Zielinskis Hochverrat zum Beispiel daran, dass die freiwilligen Kämpfer aus dem Ausland, die den Ukrainern helfen wollten, in den Tod geschickt wurden. Da gab es verschiedene Berichte auf Telegram zum Beispiel. Eine tatsächliche Hilfe für die Ukraine ist also von keiner einzigen Regierung gewollt, die unter einer Decke stecken. Ich bin froh, dass das ukrainische Volk sich bei so vielen Feinden im In- und Ausland dennoch tapfer zur Wehr setzt, um seine Freiheit zu bewahren. Im Westen ist sich fast niemand im Klaren, wie sehr die Ukrainer das letzte Bollwerk sind, das uns vor dem potenziellen Zugriff der kommunistischen Diktatur beschützt. Da das ukrainische Volk in der Politik keine wirklichen Freunde hat, weil Westen und Osten an seinem Untergang zusammenarbeiten, ist es umso wichtiger, dass wir die böse Dialektik verstehen, mit der der Krieg gegen die Ukrainer gerechtfertigt und vorangetrieben wird. Bitte betet daher weiter für den Frieden und für das Wohl der Menschen in der Ukraine. Auch der Symbolik im Herrn der Ringe gemäß, wo die beiden Hobbits den magischen Bann von Minas Morgul durchbrechen müssen, um in die Freiheit gelangen zu können, geht es bei der Befreiung unseres Denkens in hohem Maße um das Durchbrechen der Magie, die über die Massenmedien und auch, wie wir gesehen haben, vor allem über die alternativen Medien, gegen uns eingesetzt wird. Die Wahrnehmung Putins als Lichtgestalt ist Teil eines magischen Krieges gegen unser Denken. Aus diesem Grund plane ich ein weiteres Video über die Symbolik bei Harry Potter. Harry Potter hat eine magische Manipulation in den Geist von Millionen Menschen installiert, die aufgedeckt gehört. Bevor ich dieses Video mache, werden noch einige Videos mit den Fragen und Antworten meiner Vortragsreise veröffentlicht. Ihr müsst also noch ein wenig auf Harry Potter warten. Das war es wieder für heute. Teilt euch im Kommentarbereich mit, klickt auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und denkt immer daran, wir können in der Welt nur bewirken, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, dann muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Habt eine gute Zeit und betet für den Frieden in der Welt und vor allem in der Ukraine. Macht's gut, bis dahin.